ich finde auch gerade heutzutage in Europa, wo es ganz viel um Vereinheitlichung, Globalisierung, alles auf Englisch geht, ja, ist es ganz wichtig, auch an die Kleinen zu denken, an die kleinen Sprachen, an die kleinen Regionen, weil gerade die machen unseren Kontinent so vielfältig und so bunt. Dafür ist eigentlich ganz einfach. Ich habe schon immer gerne Texte auf anderen Sprachen gelesen, vor allem Romane, Literatur insgesamt. Ihr werdet nicht nur neue Wörter, neue grammatische Strukturen kennenlernen, sondern auch sehr, sehr viel über die katalanische Kultur, Traditionen, Feiertage, Feste und so weiter erfahren. Es gibt zum Beispiel die Tradition der Castells, das sind Menschentürme. Das ist sehr interessant. Oder es gibt zum Beispiel St. Jordi, da schenkt man sich Bücher und Rosen. Und es gibt natürlich auch kulinarisch ganz viele spannende Sachen. Zum Beispiel Turons, die man an Weihnachten isst, und Ratafia ist sehr lecker. Als ich mich dann für ein Praktikum in Barcelona und für mein Auslandssemester in Valencia beworben habe, hatte ich durch meine katalanische Kenntnisse auch einen Pluspunkt auf meinem Lebenslauf und wurde deswegen schnell genommen. Dann habe ich natürlich sehr viele Menschen kennengelernt im Katalanischkurs. Teilweise habe ich noch Kontakt zu denen und sind auch gute Freunde von mir geworden. Man sollte auf jeden Fall so einen Katalanischkurs gemacht haben. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und dadurch habe ich jetzt auch ein Freundschaftsnetzwerk rein auf Katalanisch, was sich wirklich über mehrere Kontinente erstreckt und was wir jetzt auch während der Pandemie digital zum Beispiel weitergepflegt haben. Uns gemeinsam auf offizielle Examen vorbereitet haben, die man auch machen kann, Kultur bekommen. Katalanischkurs an der Uni sehr, sehr viel Spaß gemacht und mich ja dann auch weitergebracht in Barcelona vor Ort und auch in Valencia. Dort wirklich Türen geöffnet hat. Ich hatte die Möglichkeit, mit sehr vielen Interessanten und auch teilweise ja auch Berühmten in ihrem Kreise Menschen zu sprechen und einfach viel darüber zu erfahren. Also man kommt damit auf jeden Fall viel besser rum und die Leute dort freuen sich halt super, wenn man ein bisschen was auf Katalanisch auch sagen kann. Zum Beispiel meine Mitbewohnerinnen in Barcelona haben sich auf Katalan unterhalten und da war es für mich auf jeden Fall cool, ein bisschen was zu verstehen.